Herzlich willkommen bei Steinschnack. Wir haben heute mal wieder ein Feuerwehrauto von Blue Bricks auf dem Tisch. Und zwar den Pierce Quantum Pumper, die 100-867 von Blue Bricks. Vorweg, die Figuren, ihr kennt es vom letzten Mal, gehören nicht dazu. Das sind Lego-Figuren. Ich finde es nur immer ganz hübsch. Die passen wunderbar dazu, die beiden. Für mich die hübschesten Figuren überhaupt. Ja, guckt angestrengt hier. Der Kollege schwitzt hier. Ne, wo ist er? Da ist er scharf. Einigermaßen, da ist er scharf. So. Ja, so. Ihr dürft von hinten zugucken. Viel Spaß. Dieses Fahrzeug ist ein Blue Bricks Special. Kommt also in der gewohnten braun unscheinbaren Pappbox zu euch. In dem Fall mit 578 Teilen in den Farben des New Yorker Fire Departments, also weiß und rot. Und bei liegt natürlich wieder der Aufklebebogen. Klebt den drauf, lasst ihn weg, macht damit, was ihr wollt. Den könnt ihr natürlich auch einzeln bekommen bei Blue Bricks, falls ihr eure eigenen Fahrzeuge, eure Mocs damit ausrüsten wollt. Dann kostet dieses Modell rund 27 Euro. Wie gesagt, für knapp 600 Teile. Es ist in Ordnung, nicht das günstigste, aber okay. Bauanleitung der Blue Bricks Specials findet ihr auf der Internetseite von Blue Bricks. Dort als PDF zum Download, liegt als gedruckte Variante nicht bei. Aber braucht man ja auch nicht unbedingt. Ich finde, da kommt man gut mit klar. Wir schauen uns den einmal an, wir gehen einmal rum. Wie gesagt, diesmal ein Feuerwehrfahrzeug des Herstellers Pierce. Da besonders charakteristisch ist wieder die Fahrzeugfront. Wieder der große Bumper, auch relativ tief. Nicht ganz so tief wie bei dem Spartan, den ich euch gezeigt habe. Aber deutlich tiefer als bei den Seagrave-Fahrzeugen. Wir haben wieder Licht überall. Das vorne ist auch ein bisschen anders als bei den anderen Fahrzeugen. Wir haben hier ein gerades Dach, ohne diese charakteristische Erhöhung, die viele andere Hersteller einbauen. Wieder haben wir diese Pump-Mittelsektion. Da ist nicht so viel dran verändert im Vergleich zu dem von Spartan oder Seagrave. Wir haben hier wieder die Minifiguren, Arme dran als Hebel. Schöne Idee. Haben im hinteren Teil wieder alles aus Plates gebaut. Aus 1x4 in dem Fall, um diese Rollos darzustellen, die leider keine sind. Keine Türen, keine Tore, keine Klappen, nichts zum Öffnen. Wir gehen einmal rum. So sieht der Kollege von hinten aus. Das ist wieder ein Aufkleber. Wir gehen weiter rum, haben dann hier eine Leiter. Leiter nie verkehrt bei einem Feuerwehrwagen. Hinten das große Schlauchbett, das ist ja auch der Haupteinsatzzweck dieses Fahrzeugs, nämlich das Wasser vom Hydranten oder einem anderen Löschfahrzeug dann zum Einsatzort zu bringen. Dafür braucht man eine Menge Schlauch. Er hat auch einen Wassertank drin, genau wie der Seagrave und Spartan Pumper. Der ist allerdings relativ begrenzt. Hauptaufgabe, wie gesagt, das Mitführen von vielen, vielen Metern Schlauch. Dementsprechend hat auch die interne Pumpe für den Wasserwerfer oben auf dem Dach nicht ganz so viel Durchsatz. Es ist alles noch cool, aber da gibt es Fahrzeuge, die können das deutlich besser. Ich denke, auch hier muss man wieder nicht zu viel Worte verlieren. Das war es eigentlich mit dem, was dieses Fahrzeug ausmacht. Der Bau ging gut, unkompliziert. Qualität der Teile vollkommen in Ordnung. Beim Rot gab es so ein paar leichte farbliche Unterschiede, aber das ist noch okay. Ja, das Grau in dem Fall ist ein Grau. Ihr seht es teilweise bei den Spalten hier, dass die Teile nicht ganz aneinander passen. Das ist bei den neueren Blue Bricks Modellen deutlich besser als bei den älteren. Also man wird da besser, man kennt das Problem. Wunderbar. Ja,
Kabine ist von innen nicht ausgestattet. Wieder die modulare Bauweise, die hier und hier mit Technikpins zusammengesteckt ist. Deshalb wackelt das Ganze hier so ein bisschen. Jetzt habe ich auch direkt die Hinterachse in der Hand. So, hält wieder, nichts passiert. Von unten auch keine Besonderheiten. Ein massiver Block Steine. Ja. Passt sich wunderbar in die restliche US-Feuerwehrwelt von Blue Bricks ein. Besorgt euch das Ding, wenn es euch gefällt. Baut den entspannt an einem Sonntagnachmittag oder wann immer ihr Lust und Zeit dafür habt. Macht euch ein leckeres Getränk dazu. Habt Spaß. Wir sehen uns. Bis bald.